Willkommen zurück zu Crysis 3. Wir sind hier gerade in diesem... Ja, in dieser Schleuse. Weil wir uns verstecken mussten. Weil wir wurden schon gesehen. Beim Infiltrieren von Projekt X. Was ja nicht unbedingt in unserem Interesse liegt. Und da sind schon wieder ein paar. Okay, da kommen richtig viele. Ah, okay, das ist wieder die Maschine. Kommt der jetzt da runter, oder? Was macht der da? Okay, passt auf, den holen wir uns. So, der geht uns. Ach du Scheiße. Jetzt haben sie uns. Was haben die auch so scheiß EMP-Granaten? Mann! Okay, aber die zwei holen wir uns. Die haben wir. Oh Mann, das ist nicht so einfach, wie ich dachte. Ich habe eigentlich echt gedacht, wir laufen hier durch. Wie nichts, aber von wegen. Die haben schon dazugelernt. Wo sind die ganzen Pfeile hin? Ach, egal. Scheiß auf die Pfeile. Jetzt gerade müssen wir erstmal lebendig hier rauskommen. Und die Mission erfüllen. Okay. Ich sehe keinen gerade. Okay, da ist einer. Und da läuft einer. Läuft er herunter? Nein, läuft er nicht. Okay. Wo läuft denn der hin? Okay, der versteckt sich da. Weißt du was, dann holen wir uns den. Scheiße, man sieht uns. Oder? Nee, sieht nicht danach aus. Okay. Da läuft einer. Der versteckt sich da oben. Wie viel kommen denn da? Verdammt! Ist doch unmöglich. Der weiß nicht, wo ich bin. Opfer. Okay, jetzt wissen sie, dass wir da sind. Aber das ist egal. Denn wir haben ja einen Panzermodus. Wir hätten hier sowieso nicht so durchspazieren können. Irgendwann sehen sie uns. Aber wir hätten es noch ein bisschen rauszögern müssen. Scheiße. Sieht nicht gut für uns aus. Erstmal hier in Deckung gehen. Oh Leute, oh Leute, oh Leute. Da vorne ist einer. Energie niedrig, super. Aber egal, wir sind ja sowieso gerade in Deckung. Der ist tot. Na dann los. Es bringt euch nichts. Ich töte dich sowieso, bevor du mal triffst. Okay. Langsam gewinnen wir wieder die Oberhand. Auch wenn diese blöde Maschine nervt. Der lebt ja immer noch. So, jetzt. Ich hol die andere. Die ist geiler. So, wo ist die Maschine? Oh fuck. Eine Granate. Die EMP-Granate ist ja gut, aber die ist blöd. Okay, da ist die Maschine. Die muss doch irgendwann auch mal drauf gehen, oder? Oder irgendwie kaputt gehen. Wie wirft man denn hier Granaten nochmal? Ach, auf geht. Stimmt. So, dann mal gucken, ob die was hilft. Und sie hat nichts geholfen, scheiße. Unten ist noch jemand, oder? Nee. Okay, aber die Maschine müssen wir erstmal hier... Panzer-ähnliches Ding müssen wir erstmal hier kaputt machen. Alter, warum werde ich denn immer von da abgehen, halt? Das weiß ich nicht.
Okay, sie ist kaputt. Irgendwie ist da hinten noch was. Gerade mal kurz schauen. Ach da, hey. Alter Freund. So, sind es jetzt mal alle gewesen? Reicht langsam echt. Okay. Ich glaube, wir haben den Großteil erledigt. War dann doch kurz brenzlig, aber wir haben es geschafft. So. Erst mal gucken, ob wir noch ein paar Pfeile aufsammeln können, aber das Ding erlebt er immer noch. Aber ich glaube, es ist kaputt. Ja doch, sieht kaputt aus. Sonst hätte es uns schon längst abgeschossen. Komm, hier muss noch irgendwo ein Pfeil liegen oder sowas. Ah, sieht schlecht aus. Egal. So. Dann gehen wir mal da hoch. Benutzen. Ich habe jetzt auch gar nicht auf die Uhr geachtet, weil ich so extremst gespannt war. Was passiert? Wow. Wow. Was war das? Romeo 1, Sie nähern sich jetzt dem Erntekomplex. Finden Sie die beiden Generatoren und schalten Sie sie aus. Schnell, damit wir den Nexus abschalten können. Was sind das immer für Erscheinungen? Das muss doch irgendein Zeichen sein. Ach du Scheiße, hier unten scheint's warm zu sein. Was ist das? Irgendwas hat uns gesehen. Oder was ist das? Nee, warte, das können wir hacken oder so. Heißt es Wärme oder sowas? Okay, hier können wir was machen mit dem Pad. Seth, Energiebeschaffung. Wir haben lange Jahre nicht verstanden, welche Bedeutung die Energiebeschaffung für die frühen Seth hat. Als wir erkannten, was sie taten, war es bereits zu spät. Die von den Lingshan-Aliens gesammelten Energiemassen führten zur Geburt einer riesigen, lebenden und unfassbar mächtigen Batterie von System X, dem Alpha-Seth. Wir sind nicht sicher, ob der Alpha-Seth auf Lingshan nur aktiviert oder in der geraubten Hitze unseres Atomschlags geboren wurde. Eins steht jedoch fest, dank des Alphas waren die Seth nicht mehr von ihren Landungsschiffen abhängig. Stufe 2 konnte beginnen. Das ist System X, der Alpha-Seth. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Was auch immer wir hier tun sollen, wir sollten es schnell tun. Der Freiheitsstrahl. Was in aller Welt ist das? Vielleicht eine Energieentladung oder irgendein interstellares Zeichen? Ich weiß es nicht, ich... Das Zelldirektorium bezahlt Ihnen ein Schweinegeld. Und jetzt erzählen Sie mir, Sie wüssten nicht, was da vom Dach unseres Doms in den Weltraum schießt? Nun, es hat sicher etwas mit der Quarantäneaufhebung von System X zu tun. Aber ich brauche mehr Daten, um... Dann besorgen Sie sich die Daten. Ich will in einer Stunde einen Bericht. An die Arbeit. Also helfen die Cell den Alpha-Seths oder den Seths oder was? Wie blöd kann man sein? Aber die werden doch selber von denen bekämpft, dann kann es doch nicht sein, dass die... Hä? Das verstehe ich gar nichts mehr. Oder ist es eben gerade schief gelaufen und dann haben sie gemerkt, oh, ich glaube so klug war das gar nicht, denen zu helfen. Kann natürlich auch sein. Aber ich frage mich, was die ganzen Dinger hier sollen. Wie komme ich hier wieder hoch? Gute Frage, nächste Frage, würde ich mal sagen. Los da! Du musst doch da hochkommen. Nee, da hoch kommt er nicht, aber da muss er auf jeden Fall hochkommen. Ja, okay. Also ich bin gerade ein bisschen, ich habe gerade keinen Plan, wie genau was jetzt genau passiert ist oder so, aber... Ich glaube, die Cell helfen den Seths. Pneumatischer Druck des Regulierungssystems wiederherstellen. Da gibt es noch ein bisschen Muni, aber die bringt uns leider nichts. Strom wäre mir lieber. Ich suche die ganze Zeit nach solchen Pads, weil mich interessiert das. Die Geschichte, aber schon wieder Erscheinungen. Was, eine Ladung? Ach, hier.
Hier muss doch noch irgendwo so ein Pad liegen. Das kannst du nicht gewesen sein. Ach so, jetzt weiß ich auch, wie wir da rüberkommen. Wir müssen da hoch. Klar, ja, okay. Jetzt macht Sinn. So. Los. Passt. Darüber. Können wir darüber? Aber da gibt es nichts Bestimmtes, also gehen wir da hin. So. Hier muss doch noch irgendwo so ein Pad liegen. Komm schon. Nee. Okay, dann. Stellen wir den pneumatischen Druck hier auch wieder her. Ach du Scheiße. Da sind sie. Die Seths. Oh mein Gott. Überraschungsangriff. War das etwa nur eine Falle oder was? Ich muss auf jeden Fall hier raus. Irgendwie. Jetzt geh doch da hoch. Verdammt. Nein. Prophet ist gestorben. Scheiße. Okay, jetzt schnell, komm. Wir können die nicht besiegen. Nein, 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 warum fällt der da runter? Ja, 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 ja. Schnell da hoch. Irgendwas stimmt nicht mit diesem Ort. Die Visionen. Das Energiefeld um System X reizt die mesialtemporalen Areale des Gehirns. Das führt zu Halluzinationen, Déjà-vu-Erlebnissen, falschen Erinnerungen. Gelegentlich sogar zu dissoziativen Identitätsstörungen. Ich bin nicht verrückt. Die Visionen sind Vorhersagen, keine Halluzination. Wie Sie meinen, Romeo 1. Machen Sie jetzt einfach weiter. Die glauben uns nicht. Die glauben uns immer noch nicht. Sie hat doch gerade selber gesehen, was es ist, oder? Hört ihr das? Wir sind Cell. Wir sind Cell. Wie der einfach nie dahin schießt, wo ich bin. Ist hier noch einer, oder? War's das? Wo habe ich denn eigentlich den Pfeil hingeschossen? Lass mich raten, wieder in so unendliche Nichts. Wir müssen uns beeilen. Wir wissen nicht, was die Seths hier zu suchen haben. Danke, Prophet. Danke. Heute werden wir unsere Ketten abstreifen. Das ist unser erster Tag in Freiheit. Tun wir das Richtige? Nexus-System kontrolliert herunterfahren. Zygo, ich bin drin. Hacke jetzt Seths Ausfallsicherungen. Sie haben ihn tatsächlich wiederbelebt.
Das war unglaublich. Wir haben's geschafft. Nein. Nein, haben wir nicht. System X, Ihre Energiequelle, war der Alpha Cell. Scheiße, wenn deine Visionen stimmen. Heißt das, jetzt geht die Welt unter? Nein. Es heißt, dass ich jetzt an den Bastard rankomme. Dass ich ihn töten kann. Die Mission noch einmal. Weil die Celldeppen den Alpha-Seth wiederbelebt haben. Oh mein Gott. Das hier habe ich aus Self-Datenbanken. Wir haben wohl ihr größtes Geheimnis gelüftet. Diese Kreatur war die Quelle von Cells Energie. Der Alpha-Seth. Er ist viel mächtiger, als ich dachte. Aber als ich in seiner Nähe war, sah ich Dinge, die er mir lieber nicht gezeigt hätte. Wenn sie in meinen Kopf können, kann ich vielleicht in ihren und ihre Schwäche finden. Psycho, gibt's hier irgendwo eine Anzugmulde? Ja. In dem Labor, in dem Cell mich festgehalten hat. Wir treffen uns dort in 30 Minuten. Pass auf da drin, Michael. Es gibt Dinge, die man einfach nicht verzeihen kann. Ja, Leute. Dann finden wir mal die Schwachpunkte des Alpha-Seths raus. Oh Mann, wie blöd kann man eigentlich sein? Und jetzt glauben sie uns plötzlich. Davor, nee, du laberst nur Scheiße. Und jetzt, oh nein, er hat ja doch recht. Der Typ im Anzug, der über was weiß ich für Wissen verfügt, hat plötzlich recht. Naja, Leute. Dann mal schauen, wie das Ganze endet. Bis zum nächsten Part von Crysis 3. Bis dann.